Hallo, da sind wir wieder. Und zwar haben wir euch schon einige Topfsets und so gezeigt. André war shoppen bzw. hat online beim Decathlon auch von Kechua das MH100 Topfset diesmal gekauft. Obwohl Topfset ist ein bisschen übertrieben. So, das ist dieses Set. Direkt fällt auf, hier fehlt zum Beispiel der Beutel. Frage, braucht man für drei Teile wirklich oder gefühlt drei Teile einen Beutel? Nee, nicht unbedingt, aber ja, ein Beutel ist es eben auch echt, finde ich, schöner. Dann seht ihr, also hier ist ein kleiner Topf dabei. Wie bei den großen Topfsets ist der Deckel hier mit dem Griff fixiert. Wir können hier den Griff ein bisschen anheben, auf die Seiten schieben und hier können wir den zusammenstecken. Hält auch eigentlich immer ganz gut. So. Also ich krieg es so auseinander, aber es geht, wenn man nicht dran, also wenn man schon dran geht, aber nicht gerade rechts und links reißt, geht es auch nicht auseinander. Also man kann den Topf ganz gut benutzen. Dann ist hier ein Deckel drauf, der auch als Sieb funktioniert. Das ganze Set ist für eine Person. Man sieht auch vielleicht warum. Also André, Emma und mich würde ich damit nicht satt bekommen, egal was ich koche. Hier seht ihr wieder, hier ist eine Ausschütthilfe für zum Beispiel Nudeln. Und das Schöne ist generell bei diesen Deckeln, hier ist auf dem Deckel alles zu diesen Topfsets erklärt. Das hatten wir in anderen Videos nicht gesagt. Das zeigen wir euch aber jetzt mal. Also hier oben ist eine Anleitung, dass erst der Topf kommt, dann kommt der Teller, dann kommt das Besteck, dann kommt der Deckel. Hier ist die Anleitung, was du damit machen kannst. Und zwar du kannst, also hier ist so eine Brennstelle, ein Topf und Deckel hervorgehoben. Fühlt sich ziemlich gut an. Und hier unten ist nochmal so diese Ausschütthilfe eingezeichnet. Also wirklich, was man alles mit diesem Deckel machen kann. Das finde ich eine echt super Idee, weil auch bei den größeren Topfsets, ich finde es ganz einfach, die jetzt zusammenzubauen oder so. Aber wenn jetzt zum Beispiel der André diesen mal zusammenbauen muss oder so und es vorher nicht gemacht hat, der muss einfach auf den Deckel gucken, dann weiß er, wie es geht. So, dann ist hier einfach reingelegt einmal das Besteck, Löffel, Messer, Gabel. Oder Löffel, Gabel, Messer, besser gesagt. Und hier ist ein Schälchen, auch wieder 500 Milliliter. Aber im Gegensatz zu den anderen, also in dem Vier-Personen-Set, das Schälchen, das war eher flach. In dem Zwei-Personen-Set, das Schälchen war schon etwas tiefer. Und das hier ist eigentlich schon eine Schüssel. Das ist kein Teller mehr, das ist eigentlich eine Schüssel. Umfasst aber auch wieder 500 Milliliter. Ich muss sagen, die haben hier alle so eine Wölbung, die kann man hier alle irgendwie an Rucksack zur Not hängen oder so. Und also vom Greifen her, vom Griff her und auch vom Halten her sind die alle total angenehm und wirklich super. Und dann gibt es hier eben noch den Topf. Beim Topf fällt auf, also der umfasst 1 Liter. Und er ist diesmal nicht beschichtet. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel eine Suppe drin machen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt Fleisch drin anbraten, weil ich wüsste nicht, wie ich den gut sauber bekomme. Es sieht nicht danach aus, als könnte man den dann einfach mit einem Zeber oder mit einem Feuchttuch auswischen. Und das werden wir aber mal noch irgendwann für euch testen, wie gut dieser Topf sauber geht. Vor allem, wenn wir irgendwie gerade ein bisschen Zwiebeln irgendwie sowas für eine Suppe angebraten haben. So, das ist das ganze Topfset. Ja, und was mir noch gerade auffällt, der Boden ist ziemlich dünn. Bei dem, die anderen haben so eine Art Sandwichboden, sagt der André. Der hier eben nicht. Von daher denke ich, ja, ich bin gespannt. Und zusammenbauen geht auch wieder ganz einfach. Die Schüssel, das Besteck und dann der Deckel. Hier kommt auch wieder die Wölbung des Deckels zwischen den Griff und man kann es hier zusammen machen. Ist idiotensicher, würde jedes Kleinkind hinbekommen. Ja, das ist das MH100, eben etwas, ja, sehr klein,
sehr wenig. Fürs Wandern alleine oder so auf jeden Fall ausreichend. Ich bin sehr darüber sehr gespannt darüber, wie man damit kochen kann und wie man es später spülen kann. Das ist eben immer noch so ein ganz großer Punkt. Weil wenn etwas nicht zu spülen geht, dann nehme ich lieber keinen kleinen Topf mit, sondern nehme ich lieber aus dem anderen Set eine kleine Pfanne mit. Das werden wir mal noch für euch ausprobieren. Aber zusammenpacken geht eben super. Es wiegt nicht viel. Es ist günstig mit 9,99 €. Also für den Preis ein Topfset haben mit Deckel, der auch noch wirklich gut durchdacht ist. Und wir wissen auch, das Besteck ist ganz gut und die Schälchen, die sind super. Was mir jetzt eben aufgefallen ist, was ich irgendwie noch so ein bisschen vermisse, ist ein Becher. Also für mich fehlt ein Becher. André meinte, man kann ja aus der Schale trinken. Ja, schön, man kann aus der Schale trinken, aber wenn ich gerade am Essen bin, aus der Schale, und dann noch gerade was trinken möchte, Decathlon, macht die doch einfach ein bisschen teurer und legt einen Becher mit bei, bitte. Bei mir ist auch so ein faltbaren Becher. Aber für den Preis echt ein wieder durchdachtes Topfset. Und ich muss sagen, die Decathlon-Topfsets, die sind so super durchdacht und alles. Die passen super ineinander. Die sind von der Pflege her echt nicht aufwendig. Die sind ultra leicht und die haben eben viele verschiedene Ausfertigungen und auch eigentlich ja, für jedes Portemonnaie etwas. Wir hoffen, die Vorstellung von diesem kleinen Topfset hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das irgendjemand hat und wie es mit dem Spülen ist. Das würde mich echt interessieren. Oder auch mit dem Anbraten. Vielleicht hat auch jemand das große und das ganz kleine und kann uns da mal ein bisschen von berichten. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren für euch und werden darüber auch noch ein Video machen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen, ihr könnt uns gerne über PayPal unterstützen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!